Also mir ist am liebsten, wenn mich niemand kennt. Und einfach, ich bin nicht Tamara. Weil so kann jeder wirklich dem Menschen begegnen und nicht der Bergsteigerin. Und das ist das, was mir taugt. Ich denke, das ist halt ein Weg, um einen Lebensweg zu gehen. Was einen wachsen lässt, was einen sich kennenlernen lässt. Und ja, ich bin vollkommen überzeugt, dass für mich die Berge genau das Richtige sind, weil ich kann heute noch auf dem Berg oben blären, weil es allem schön ist und das erfüllt mich mit so viel Frieden und Freude, dass ich sage, ah, was Schöneres gibt es nicht. Nach Keil von Karlsruhe auch 1611 Meter. Ein Traum. Das ist ganz spannend. Jetzt nur ein Beispiel: Nanga Parbat, Loger 4. Jeder wurde zu einem Tier. Jeder ist total egoistisch gewesen. Und da ist praktisch, mir ist vorgekommen, die Evolutionstheorie. Der Schwache, der muss halt liegen bleiben und der Starke geht. Und wenn es noch zum Starten gegangen ist, sind wir ja alle verschieden gestartet, nicht alle gemeinsam. Weiter gegangen und mir ist da ja sehr schlecht gegangen, also ich habe nur gekotzt. Und wir sind ja alle da beisammen gestanden, aber niemand hat das irgendwie Segen gewählt oder aufgenommen. Also jeder hat sich für sich selbst interessiert und was der andere hat, ist dem anderen eigentlich total wurscht. Da ist man sehr alleine. Also obwohl jetzt deine Kollegen vielleicht 20 Meter vor dir sind oder hinter dir, du fühlst dich so allein, wie ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt habe. Bis vor kurzem war Erfolg, vielleicht auf dem Gipfel oben zu stehen. Aber die ganze Nanga Parbat-Geschichte hat mich ganz viel reflektieren lassen. Und jetzt im Nachhinein sehe ich einfach, dass man es viel mehr geschenkt hat. Also der Weg ist das Ziel. Und am Nanga Parbat wahrscheinlich ist aus dem Ego-Trip gerade noch ein Seelentrip geworden. Wo einfach die Seele nach mir zu verstehen gegeben hat, jetzt ist Stopp und da, wenn du jetzt da gehst, dann kommst du nicht mehr heim. Und das ist eigentlich Erfolg, wenn du deinen inneren Instinkt wieder hast. Ich denke, die Frauen wachsen zum Großteil, sagen wir mal, so auf, dass sie meinen, sie seien irgendwie den Männern unterlegen. Aber der Bergsteiger hat für mich eigentlich nicht ein Geschlecht. Weil wenn du mit einem Mann das machen willst, dann musst du meiner Meinung nach auf seiner Höhe sein. Also ich sehe mich als eine von ihnen. Aber gerade so, wie ich mir das ausgewählt habe, ohne Sauerstoff, ohne Sherpa, ist das ja ganz wichtig, weil sonst müsste einer immer mehr tragen und der andere weniger. Und das geht ja nicht. Meine Oma, die sagt jedes Mal, wenn ich gehe, so und jetzt kommst du nicht mehr zurück. Und das ist auch nicht so schön, aber mir ist das wurscht, weil ich muss für mein Glück Verantwortung übernehmen. Und deswegen wünsche ich mir für jeden Menschen, dass er so eine Passion hat und dass er auch den Mut hat, dem Ganzen Beine zu geben. Für mich ist es auch wichtig, den Menschen zu verstehen zu geben, wieso gehe ich auf die Berge und was gibt mir das. Und ich will die Leidenschaft vermitteln. Und deswegen glaube ich, muss ich auch ganz offen und ehrlich über alles reden. Meine Botschaft ist einfach, dass jeder Mensch hat irgendetwas, was ihn glücklich macht. Kann ich Dialekt reden oder muss ich Hochdeutsch reden? Nein, du kannst Untertitel drunter machen. Das ist viel Arbeit.